So, willkommen. Weiter geht's mit der Optimierung von Denver. Bald schon die größte Stadt Nordamerikas. Weil auch die einzige, die eine Universität hat. So, Kansas. Okay, hängt alle ab. Wert 141 Millionen. Sehr gut. Wir gucken, dass wir weiter optimieren. Und zwar... Vermutlich wird es zwischen den Städten etwas eng werden. Entwicklung. Warenliste ist hier bei 0. Okay. So, Passagiere. Ja gut, ist halt nicht die Stadt, die viele Anbindungen hat, ne? Ja gut, die ganzen Städte hier auch nicht existieren. Salt Lake City. Könnte man Rock Springs errichten? Nee. Fehlt leider Getreide. Ärgerlich. Warum brauchen die doch alle das gleiche? Doch, hier unten haben wir Getreide. War da durch? Oh ja. Könnte Rock Springs errichten. Und dann weiter nach Salt Lake City. Ich wollte eigentlich Denver jetzt machen, ne? Ach, hier, guck mal, hier ist ja noch Grand Junction. Direkt vor der Haustür. Warum hat der kein Mais? Kein Getreide. Kriegt er aber einen Landweg. Das ist ja Quatsch. Also das ist ja wirklich Quatsch. Ich könnte beide Städte errichten. Hier ist auch relativ flach. Das geht also. Kriegt man ja auch noch eine Stadt. Cheyenne. Cheyenne ist ja relativ einfach. Ja, Cheyenne kriegt man schnell hin. Muss sie leider mit Brücken arbeiten. Sag mal, habe ich eigentlich Gemüse? Ja, Nolan halt. Ich hätte gerne eine Errungenschaft noch. Und ich glaube, die bekomme ich nur, wenn ich Cheyenne entwickle. Was leider bedeuten würde, ich müsste diesen gesamten Bahnhof umbauen. Ja, ich müsste den gesamten Bahnhof umbauen. Oh, scheiße. Warum bekommt ihr denn nicht das Getreide geliefert? Das nervt mich ein bisschen. Weil ich müsste das hier alles umbauen. Also ich müsste wirklich komplett alles umbauen. Ah, ist das schwierig. Weil ihr bekommt ihr... Das sehe ich nicht, ne, ob die den Zucker bekommen. Obwohl, Zucker kriegen sie ja von da. Wo ist der Bahnhof? Okay, wir machen ganz schnell Cheyenne. Also was heißt ganz schnell? Wir haben auch Zeit. Ich will aber gern eine Errungenschaft versuchen zu bekommen. Glück, dass ich diese Stadt nicht auf meiner Liste habe. Ja. Die Stadt hat niemand hier auf der Liste. Na. Alter, gehst du da ran? Ja, viel zu weit. Wir müssen noch Holz mit anbinden, ne? Shit, Alter, Holz ist das große Problem. Ja, gut, egal. Geht auf die 2. Geht auf die 3. So, dann rechts.
Ikea. Pepsis. So, dann haben wir schon mal die Verbindung Casper Cheyenne. So. Ach so, habe ich die Züge eigentlich? Habe ich die jetzt alle ersetzt? Ja. Ja. Gut, Nummer 1. Dann müssen wir leider das Holz jetzt anbinden. Wir wussten, dass irgendwann der Tag kommt, dass dies passiert. Wir können übrigens auch mal einfach aus Jux und Dodderei Casper anschließen. Mit einem Mini-Tunnel. Ah! Na doch, ich krieg Cheyenne schon angeschlossen. Kann ich den zweiten Tunnel mir auch klemmen? Ja, so, zack. Ich habe keine Ahnung, ob ich viel Holz brauche. Aber vermutlich eher nicht. Achso, wir können die Zeit übrigens auch weiterlaufen lassen. So, jetzt wird sie mich bestreiten. Weil ich da. Was? Okay. Weil ich darf das Stadtgebiet nicht durchqueren. Ich muss hier außen rum. So, und jetzt noch die 1. Ach du heilige Scheiße. Ich will diese eine Brücke nicht. Boah, ist das grauenvoll. 800.000. Oh mein Gott. Brauerei in Nashville. Ich weiß gar nicht, wird die jetzt abgerissen? Hoffentlich. Obwohl, was habe ich mit Nashville zu tun gerade? Ich glaube nichts. So, dann kriegen wir also das. Jetzt müssen wir noch Getreide holen. Und Getreide holen wir uns von hier hinten. Müssen wir leider mit Brücken arbeiten. Sein. Und jetzt auf die 3. Das ist da schon mal raus. 5%. Kann ich nicht eine Brücke bauen? Ah, wo waren hier die 4%? Hier. Ja, wir müssen es leider so bauen. Schwierig, aber doable. Gute Frachtanbindung. So. Ja, und dann kriegen wir jetzt alles. Oh, ja, da wo ich es gerade sehe. Das müssen wir, glaube ich, noch zweimal, dreimal bauen. Obwohl, ich krieg mal beides zusammen. Okay. Da, ja. Verlangsamt, da wird es fehlen. Ja gut, auf dem Rückweg kriegst du welche. So, und jetzt... Ah, jetzt kommt das, was ich absolut hassen werde. Wobei das auch eine sehr gute Möglichkeit ist, alles nochmal ein bisschen zu vergrößern. Weil ich glaube, diese ganzen Züge... Okay, der ist leer. Scheiße. So viel meine Theorie. Na gut, Northplate wächst aber auch noch, ne? Ja, okay. Gut, dann, meine Damen und Herren, jetzt wird's kacke.
Das kommt alles weg. So, und jetzt starten wir komplett neu. Das wird richtig schlimm. Ich muss auf die 3. Nee, auf die 2 muss ich, genau. Mit einem Tunnel. Kann ich mir aber auch klemmen. Sehr gut. Parallel geht auch super. So, Nummer 1. Nach Cheyenne. Wird doch nicht viel bringen. Aber in Vorbereitung auf das, was demnächst kommt. So. Nummer 1. Das hier wird übrigens auch abgerissen. Nein. Bin ich den Zug? Alter, kann er. Danke. Okay. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch alles verbinden. Also das muss hier erstmal irgendwo entspannt ran. Hallo? Nummer 2. Warum gehst du nicht parallel? Warum gehst du nicht parallel? Hä? Was ist denn das hier für eine Scheiße? Warum gehst du denn nicht parallel? Alter, ich verstehe. Ich hab, glaube ich, gerade. Oh ja, das war super ungünstig. Ich hab die komplette Strecke abgerissen. Kann ich das problemlos jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das geht problemlos. Sehr gut. So, Freunde der Sonne. Wieso komme ich nicht daran? So, das ist easy. Was ist denn dein Problem? Ich verstehe es nicht. Warum geht er denn da nicht ran? Alter, jetzt geht der auch nicht. Doch, der geht. Hä? Ich. Also. Grad ein wenig überfordert und verwirrt. Warum hatten der nur 93? Alter, overall problems. 91, du immer langsamer. There are overall problems. Scheißegal. So, ich hab das, was ich wollte. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zack.
gesagt. Zack. Rein theoretisch müsste. Jetzt alles funktionieren. Ist das richtig? Mehrere Züge warten auf Einsetzung. Okay. So, da fährt schon mal der erste. Nach Northplate. Hier fahren zwei Züge. Ist okay. Northplate ist noch nicht groß genug. So, da geht der erste nach Casper. Zug Nummer 3. Und hier geht der erste Zug nach Rapid City. Da müssen wir auf jeden Fall einen dritten einsetzen. Ich war gerade mit dem Bürgermeister beim Essen, um deine Pannenserie zu diskutieren. Alter, wenn du mich weiter nervst, kaufe ich dich auf. Wirklich. So, der wird jetzt hier endlich mal versorgt. Panne, Panne. Gut, dauert ein kleines bisschen, bis die hier alle wieder eingesetzt sind. Ne? Geht ja immer erst, wenn die Gleise frei sind, warum auch immer. Müsste aber theoretisch alles richtig sein, ne? Jo. So, und warum habe ich keine Errungenschaft dafür bekommen? Ich hätte tatsächlich jetzt vermutet, jetzt gibt es die Errungenschaft. Sag mal, kommst du schon wieder zurück? Achso, aus Northplate. Cool. Ah, so, jetzt geht alles seinen normalen Gang. Wieso habe ich keinen Zucker? Weil die Wegverbindung abgebrochen ist. Und der wird hier nur Getreide mitnehmen, ne? Er braucht halt 5,3. Problem ist, ich habe leider kein weiteres freies Gleis. Oder? Oh, da brauche ich jetzt noch zwei. Das ist eine Strecke von 5 Metern. Kann man hier irgendwas bauen, was die Abladung beschleunigt? Ich glaube nicht, ne? Aufenthaltsdauer, alles klar. Abfertigungshalle. Das beantwortet schon mal meine Frage. So, und jetzt, ich hoffe, dass wir jetzt langsam mal genug Getreide haben, dass wir wieder Zucker mitnehmen. Nehmen wir nur Getreide mit. Ja, das ist ein bisschen krass. Na, wieso fährt denn eigentlich mit 9 km/h hier rum? Ach, Gott damn, Alter, ich muss das alles umbauen. Oder, wahrscheinlich die einfachste Variante. Erklären, warum du so arschlangsam bist? Jetzt hätten wir übrigens auch wieder eine Verbindung zum Zucker. Jetzt nicht mehr. So, wo ist der Kollege? Habe ich jetzt wieder eine Verbindung zum Zucker? Wahrscheinlich nicht. Kreative Buchhaltung. Ja, kann man mitnehmen. Krieg irgendeinen Bonus. Irgendeinen Forschungsbonus. Redest du denn bei jedem Schrott mit? Ja. So ein Hobby von mir. Sämtlichen Mist mitnehmen.
Er nimmt mir einfach viel zu viel Getreide mit. Nummer 2 Tage. Willst du mich verarschen? Warum fährst du denn so langsam? So, jetzt brauchen wir dafür 8 Tage. Hä? Was? Der kann doch nicht noch länger brauchen als vorher. Die Strecke ist doch viel kürzer. 19, 18, 17. Wieso fährt denn dieser Zug so langsam? Alter, er fährt 13 km/h. Why? Erklärt mir doch mal bitte, warum der so langsam fährt. Alter, das Ding fährt hier mit 33 Buletten. Na gut, der ist auch randvoll hier. Aber wieso fährt der denn mit 11 km/h? Aber das Ding fährt doch. Na gut, okay, das ist voll. Der ist auch rappelvoll. Eine weitere abgeschlossene Aufgabe. Okay, das muss das mit den mit den Viechern sein. Es erschließt sich mir nicht, warum dieser Zug so langsam fährt. Habe ich hier irgendwas falsch eingestellt? Nee. Ach so, nee. Ja. Er nimmt einfach nur noch Getreide mit. Ich bekomme keinen Zucker mehr nach Denver. Ist doch scheiße. In Tijuana. Ja, ich könnte es. So, wir machen es anders. Wir reißen den Bahnhof komplett ab. Die Strecke. Keine Ahnung. Hier weg. Nein! Oh, jetzt wird die falsche Strecke abgerissen. Ach, Mann! Shit, wo geht denn die hin? Hier hin, nach Denver. Oh, sorry. So, jetzt müsste es eigentlich wieder gehen. Wir bauen den Bahnhof hier unten hin. Dann ist nämlich die. Dann müsste die Straße doch aber eigentlich noch nach Denver gehen, oder nicht? Aber es geht bergab, ne? Ach, es geht bergauf. Ah, das könnte das Problem sein. Ja, das. Also ich meine, es sind 2%. Aber das könnte tatsächlich die Ursache sein, warum das so langsam ist. So, keine Ahnung, warum das. Ja, das müssen wir nochmal neu setzen. Warum das hier so arschlangsam losgeht. So, hier müssen wir ein bisschen verschieben. Und jo. So. Gut, muss ich. Oh, warte mal, jetzt. Mal ganz ehrlich, wir verstehen beide nichts von Zügen. Aber ich habe Leute dafür. Okay. So, jetzt braucht die Strecke 4,5 Tage. Geschwindigkeit.
Boah, sie sind wirklich die Anstiege. Deswegen geht das so langsam. Fährt mit 8 km/h. Oh mein Gott. Kann ich eine neue Verbindung setzen? Einfach aus Spaß. Ist das hier möglich? Das wird super teuer. Alter. Ja, ist möglich. Easy möglich. Okay, dann du hier. Ich sollte es andersrum machen. Ich setze den erstmal da ran. Und mache erstmal die Verbindung nach Denver. So. Ich hätte gerne Übersicht, wie lange das quasi dauert. Von der Fahrtzeit her. So. Geld spielt keine Rolle. 5%. Lässt sich aber auch nicht mehr ändern. Okay, ist egal. Machen wir. Versorgungsding gibt es vorne. Dann bitte hier. Louis Bahnhof, Frachtbahnhof. Ja gut, okay. Ich glaube mindestens 2, das werden wir hinkriegen. So, und hier für diesen Bahnhof werden wir jetzt sagen... Kein Zucker mehr. Den gibt es jetzt einfach aus anderen Regionen. Ärgerlich, dass das nicht mehr über den Landweg geht. Ich glaube, die Lösung ist relativ simpel. Nein, sag mir nicht, dass das hier nicht geht. Ach, weil der Bahnhof im Weg ist. Aber auch das Problem lösen wir elegant. Ja, gut, okay, die Steigung ist halt super, super krass, ne? So. Das will ich auf jeden Fall ändern. Das können wir hier vergessen. Kann hier keinen Wegpunkt setzen. Ach so. Gut, dann bauen wir es so. Versorgungspunkt. Den können wir ruhig mal hier hinten setzen. Hast einen Versorgungspunkt. Und du gehst neu los, ne? Okay, und jetzt wird aber Denver automatisch auch wieder von Land aus beliefert. Nein, warum denn? Nein! Oh, nein! Wieso geht denn der Weg jetzt da unten lang? Alter, es macht mich wild. Warum gehst du denn jetzt da unten lang? Geh doch bitte einfach nur. Jetzt geht der wieder da unten lang. Alter, mach mich nicht irre. Warum bleibt denn der Weg nicht so, wie er ist?
werde verrückt. Wieso änderst du denn den Weg? Alter, ich krieg ein zu viel. Warenströme. Zucker. Was ist das? 19%. Wenn jemand mit... Also per Land versorgt wird. Das ist natürlich... das ist sehr ungünstig. Ach, wo habe ich denn hier einen Betrieb, der nicht angeschlossen ist? Hier zum Beispiel. Okay. Das ist das Gleiche, ne? Okay. Also da ist die Verbindung da. Dein Ernst, er nimmt. Einfach aus Spaß? 30 das jetzt nochmal ab. Und gucke, ob dann. Ach ja. Ob dann die Verbindung passt. So. Wird jetzt Zucker beliefert? Wieso wird denn hier kein Zucker beliefert? Schließt sich mir noch nicht, wie das mit diesen Landwegen ist. Es macht für mich irgendwie noch keinen Sinn. Ja, fick dich. Mir scheißegal. Bleibt jetzt so. Wir kriegen ja Zucker aus den Rockies. Alter, ist das... Ist das kompliziert? So, und wir haben Zucker jetzt auch mittlerweile wieder da, ne? Ja, okay. Oh Gott. Anstrengend ist das. So, nennen wir übrigens 120.000 gleich. Jo. Bombe. An was es mangelt, ist Holz. Und Holz kommt aus Rapid City? Kommt nicht aus Rapid City, weil... Wir kein Holz haben. Vermutlich, weil... Ja, weil ich dumm bin. Weil Rapid City überhaupt gar keinen Anschluss hat an Holz. Oh Gott. Doch, na klar, das Holz. Aber der kommt nicht hinterher, ne? Haben wir noch ein freies Gleis? Was bist du denn? Ging halt. Bist du voll? 2. Okay, das ist voll. Wir haben aber noch ein freies... Ne, wir haben kein freies Gleis mehr. Ach du Scheiße. Was bist du denn hier unten eigentlich? Getreide und Mais. Teste mal was. Komm mal an. Ist ja egal. Das reißen wir mal ab. Ist das möglich? Was passiert, wenn ich jetzt hier... Ich wollte eigentlich schon längst aufhören. Wo ist denn der Zug? Denver bleibt größte Stadt. Naja, gut, bleibt. Das ist so eine Sache. Wo ist denn der Zug hier? Der Zug ist weg. They call it Walker Rust. There. Rapid City. Ja, Zug hier, unverständlich.
Also das ist Quatsch. Ach nee, ist doch nicht Quatsch. Ist doch nicht Quatsch. Ja, ja, absolut richtig. Zuglinie war unvollständig. Das hat nämlich gefehlt. So, und jetzt müsste es ja eigentlich funktionieren. Wenn ich jetzt zwei Züge nehme. Ja, das ist Bananen. Geht das? Wir haben ja Signale, ne? Ja. Ich lasse das mal laufen. Kann sein, dass heute die Folge ein bisschen länger geht. Ich hab ja Zeit. So, wir reißen das wieder ab. Wir reißen das nicht ab. Das kann so bleiben. Dadurch, dass wir hier eh das Ganze nicht hinkriegen, können wir das wieder verkürzen. Ja, ja. Nee, was hab ich jetzt gemacht? Ach, daneben gesetzt. So. Können wir das Ganze auch wieder verkürzen. Check. Dann wird bitte das abgerissen und du gehst auf die 3. War da 29 km/h? Ich glaube nicht, ne? So, und jetzt machen wir das und switchen hier drauf. Ja gut, 78 km/h. So. Rechts, links. Da gibt es das hier. Der Zug erstellt werden. Und jetzt gibt es einen zweiten. So. Das ist der Abschluss für heute. Vielleicht lösen sich gerade meine Probleme in Wohlgefallen auf. Das sieht übrigens richtig beschissen aus, ne, weil das alles so hoch ist. Das gefällt mir optisch überhaupt gar nicht. Wenn ich ganz viel Langeweile hätte, würde ich das alles neu bauen. Habe ich aber gerade nicht. Oh mein Gott! Der zweite Zug ist erstellt. Ja, meine Damen und Herren, es funktioniert. Exakt so, wie ich es mir wünsche. Jetzt muss nur noch der Rückweg klappen. So, der gibt alles ab. Gut, der Kollege hier ist so langsam. Der wird es überhaupt gar nicht schaffen. Ha. Da muss ich ja nicht mal nachhelfen. Oh, Denver ist übrigens Stufe 6 jetzt. Und der bombt sich jetzt hier wieder zurück. Ja, wunderbar. Perfekt. Okay, super. Ganz, ganz großartig. Wir haben es. So, hier ist das Problem. Der Kollege hat in seinem ganzen Leben noch nie Wasser gesehen. Und Fayetteville. Aber der fährt doch hin und her. Ja, ich glaube, wir... Ja, das darf natürlich nicht passieren. Dass der jetzt hier Klamotten hin und her schleppt. Okay, ist egal. Wir machen morgen weiter. Dann können wir uns vielleicht mal ein bisschen um die anderen Sachen hier kümmern und lassen Denver mal ein bisschen sich erweitern. Oh, Cheyenne ist übrigens auch eine Stadt mittlerweile, super. Und kommen dann irgendwann später wieder. Wir machen ein bisschen Micromanagement auf den anderen Strecken. Wir sehen, wir haben ein paar andere Probleme gerade. Und gucken mal, ob wir vielleicht die ganze Versorgungslinie... Oh, Chicago ist übrigens auch bei 100.000. Die ganzen Versorgungssachen hier nochmal ein bisschen optimieren können. Ich freue mich drauf. Irgendwas gibt es immer zu tun. Und dementsprechend geht es dann morgen weiter. Heute ein bisschen länger. Tut mir leid für die 40 Minuten. Aber naja, gibt halt ein paar Probleme, die wir beheben mussten. So, tschüss, bis morgen.